Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zurück zum 10. Casual Replay in Folge. Und es ist das von euch verlangte zweite Predator-Spiel. Der spielt hier auf Condemn Ridge gegen Blaking. Und eigentlich habe ich schon wieder gar keine Lust mehr, denn ich habe schon ein gutes Fünftel von dem Spiel gerecastet gehabt eben gerade. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich die Aufnahme nicht gestartet habe. Deswegen muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen, was mich ein bisschen nervt. Ja. Also, nochmal schnell durchlauf, was ich eben alles schon gesagt habe, und dann bin ich mal ein paar Minuten Ruhe und dann könnt ihr so lange abschlotzen oder was weiß ich. Ja, ich habe gesagt, dass das hier PVZ ist. Oben rechts blauer Predator, unten rechts Blaking, roter Zerg. Ja, der immerhin hier den Waypoint mal richtig setzt, wenn ihr das Spiel zuvor gesehen habt. Hier, wie hieß der Terraner? Tang Lung oder sowas. Der da jeden Worker einzeln immer an die Minerals geschickt hat. Sehr, sehr komisch. Ah, du bist zurücklehnen. Hier habe ich so erschöpft, gerade so verausgabt, die ersten paar Minuten hier gerade. Ah, so. Ja, was ich auch noch sagen wollte, ich finde die Map nicht gut. Also auf Cross-Pussy irgendwie ist okay, aber so close. So nebeneinander würde vielleicht noch gehen, aber so finde ich scheiße. So mit dem dritten Base hier, gleich hier die dritte vom Gegner, das ist irgendwie so nah. Das ist so wie Antigua vielleicht. So, ja, aber Antigua ist irgendwie gut. Die hier ist kacke. Und auch wegen diesem wenig Platz hier für Protoss und wenig Platz für Terraner auf diesem Plateau hier, das gefällt mir irgendwie auch nicht so gut. Ja, Wall-In soll es hier geben von Predator. Und was hat er hier vor? 13er Hedge. Er kennt sie nicht. Die 13 Hedge, gar kein Problem hier von und für Blaking. Und dann gibt es ja noch diese eine andere Map hier. Wie jetzt ruckelt das hier schon wieder so komisch. Was ist denn das hier schon wieder für ein Mist? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Helge, was ist das? Keine Ahnung. Ups. Was das ist. Mir fällt gerade übrigens noch so eine Map ein hier, die ich. Oh, was ist das denn hier immer, dieses Rumgemache hier? Verdammt. Pool kommt jetzt von Zergi. Diese eine Map hier, die war vor zwei, drei Seasons mal mit im Ladder Pool. Nicht Abyssal Caverns, die ist ja auch schon lange wieder raus, die war aber auch doof. Es gab noch eine, fällt mir gerade ein. Die hatte vier Watchtower in der Mitte, hier und hier. Und hier und hier, mit jeweils so einer kleinen Auffahrt hier wie so eine Choke. Wie hieß die denn? Machen wir mal wieder ein Quiz draus hier, damit mal hier so die Comments wieder so ein bisschen in die Höhe schnellen. Denn normalerweise könnte ich ja einfach raustappen schnell und mal eben auf Team Liquid diesen Map-Dings da angucken. Aber ich habe keine Lust. Macht ihr das mal. Wie hieß die Map? Den Namen habe ich gerade vergessen. Naja gut, Pool ist da, Hedge ist da und auf der anderen Seite auch alles wunderbar. Mit dem Schlitzversen, zweites Gateway, I guess, bei Predator. Er selbst hat übrigens in der Mail dazu geschrieben, das wäre sein erstes Spiel nach 3 Monaten Pause gewesen. Also so ungefähr so sehen meine Spiele dann auch aus. Oh, die Queen wird hier gleich aktiv. Hier drauf und der kommt die andere Queen entgegen hier. Ah. Dieses Tschick-Tschick oder Tschick-Tschick. Da fällt mir noch ein anderes ein hier, so dieses Kokon. Ja, ihr Filmfreak, Heinis. Welcher Film war das? Da kann man gut mit Ladies gucken. Die Ladies stehen drauf. Welcher Film war das? Kokon. So. Hier gucken mal die Linke, ob der Protoss ihm was ins Gehöft gebaut hat. Ja, Jerry, dir habe ich schon mal gesagt, dass du eine tierische Nervensäge bist. Und solange wie du weiter nervst, werde ich dein Spiel nicht anfassen. Der schreibt mir im Skype, nicht im Skype, im IRC, der schreibt mir hier in-game, der schreibt mir auf Facebook, hier, mein Spiel, mach mein Spiel, mein Spiel, mein Spiel, mein Spiel. Junge, das hilft nicht. Das hilft doch einfach. Das musst du doch mal merken hier. Das bringt nichts. So, und dieses komische Geruckel hier zwischendrin, was ich jetzt hier mal habe. Ich weiß echt keinen Plan, wo das herkommt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt oder ob das jetzt nur bei mir gerade so ist und die Aufnahme flüssig ist.
Könnt ihr auch mal dazu schreiben, ob ihr von diesen kleinen Rucklern auch was mitbekommt oder ob das nur bei mir gerade so ist. Wie gesagt, aber auch keine Idee, warum und woher und weil das. Ich habe ja am PC hier nichts installiert und das ist halt seit einigen Wochen so, wenn ich hier Replays aufnehme. Naja. Liegt wahrscheinlich am Schrott-PC. So, jetzt haben wir hier Rotches und auf der anderen Seite. Ja, 4Gate Robo, One Base gespielt, alles gar kein Problem. Von und für Predator will er expansionieren. Ah, sieht ganz danach aus. Und der Pylon kommt zwei Stück. Zerg auch mit 900 Overmins. Baut nochmal ein paar Props. Hat auch ein bisschen wenig hier. Vier Stück in der Main Base ist ein bisschen wenig. Also eine pro Patch sollte man schon haben. Hier, das sieht schon besser aus. Das ist eine schöne Saturation hier. Saturierung. Saturation. Saturation. So, Nexus Gateway Units. Hier der erste Morty ist draußen. Stolziert hier runter. Gas gibt's. Speeding Upgrade jetzt bei Zerg. Nochmal 10 Worker. Spinecrawler. Alles ganz easy going hier. Ah, da kommen ein paar Linge. Kleinen Fieslinge. Geht zu Papier, der Dorfdisco. Hier, was haben wir da? Kolostek. 44 Supply. Zerg aktuell Supply blockt. Baut aber gerade Obis. Oh, die Linge kommen. Schon zwei Kills auf dem Freak. Ja, ganz ruhig, ganz entspannt. Predator gegen Blaking. Wie gesagt, drei Sachen habe ich hier als Quiz. Einmal die Map, wie hieß die? Mit diesen vier Towern in der Mitte. Dann das Gekon. Welcher Film? Und drittens könnt ihr diese Ruckler auch sehen. Ich bin mir ganz sicher, dass es an der Festplatte irgendwie liegt. Dass die irgendwie mittlerweile einen weg hat. Weil wenn ich StarCraft nur spiele oder streame, ist das ja völlig problemlos. Das ist ja nur, wenn ich WhatsApp aufnehme. Und ich habe ja auch nebenbei hier nichts an. Also ich gucke kein Porno gerade nebenbei, also keine Sorge. So, T2 kommt hier bei Zerg. Wie viele Worker haben sie beide? Oh, 36, 33. Thermal Lance, die Thermal Lance, wie wir gelernt haben, kommt. Die ersten Roaches sind jetzt hier im Bau. Double Evo-Kammer für Upgrades. Und ja, er will Roaches spielen hier, der Gute. Und hier drüben halt der Klassiker Gateway-Mix mit ein paar Kolossen im Ortel. Da ist er auch schon, der Erste. Exe läuft hier, ein paar Worker dran. Auch schön runtergeslidet hier. Er baut auch noch... Ach nee, es ist ein Observer. Ich dachte gerade, er baut noch Worker. So, noch mehr Roaches, 1-1 Upgrade, Speed, Creep Spread kommt jetzt hier sogar. Für den Zerg, wo sind denn die Tumore? Ah, hier ist. Da! Ja, und hier sieht man mal wieder, dass Creep Spread stackt. Also wenn man hier zwei, dann geht das zwei Tumore, dann geht es halt doppelt so schnell. Und immer so weiter. Also wenn man jetzt hier 3-4, dann ist das ratzfatz hier voll geschleimt. Ihr seht ja, wie schnell das jetzt geht. Ja, injecten ist nicht so sein Ding. Baut er lieber nochmal ein Burrow-Upgrade. Oh, hinten Nexus von Predator. Ah, Overlord hier hinten. Watchtower sind auch beide bei Zerg. Also, wenn er jetzt hier noch einen Overlord hätte, in diesem Bereich, dann wär ich richtig glücklich, könnte man schon fast sagen. Denn der Ovi hier hinten gefällt mir gut, den kann man dann halt, ich denke mal, das ist der Erste, der hier von drüber geflogen ist, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Dann könnte man theoretisch halt hier easy immer mal reinscouten und hier mal so einen Changeling reinkacken. Ah, die beiden Forges hier laufen auch auf Hochtouren, 1-1 Upgrades. Ein paar Sentries nochmal. So,
Und hier gibt es jetzt noch Spire und den ersten Overseer zu seinen Roaches. Ja, aktuell nicht wirklich viel los hier auf dem Map. Wir gucken nochmal hier APM. 30, 40. Oh, ganz entspannt. Zerg 1000 Overmints. 100 Supply bei beiden. Spire kommt. Hier mal wieder ein bisschen Injected. Bisschen Creep nochmal. Hat doch jetzt wieder mehr als 4 Worker hier, nämlich 10. Von waren es ja nur die 4 hier vorne. Oh, und beide kommen raus. Hier kommt Predators, megamäßige Superarmee. Und hier vorne kommt Blaking. Crossfield. Oh, Katja, hallo. Mädchen Katja. Heute Abend Deutschland, Griechenland, Leute. Ich sag ja, Deutschland gewinnt mit 2 Toren Differenz. Reus, Schürrle und Klose in der Startelf. Oh, was macht denn Predator da? Oh. Oh, der burrelt sich hier. Was macht er denn da? Warum macht er das denn? Hat er nochmal Glück gehabt hier, der Predator. Hat er alles verloren? Hier vorne neue Bersen und ein neuer Koloss am Start. Ah, hier hinten steht. Läuft aber noch nichts. Zerg jetzt auch mit dem dritten Gebilde. Neue Roaches im Bau. Hier 1-1. 2-2 on the way. Ah, hier ausgebuddelt. Ja, neue Gateways. Und der Protoss hat immer noch eine Menge Gas, eine Menge Minz. Warum warpst du nichts rein, Junge? Du müsstest doch Gates auf Cooldown haben. Ja, oh, er macht sogar doch. Der Overlord kommt nochmal durch. Schönes Ding hier von Blaking. Ghostbuster hier. Ja, und frontal kommen nochmal die Roaches, aber jetzt sind hier neue Kolosse am Start, 2 Immortals. Jetzt hier Forcefield, klack, klack, damit sie nicht abhauen können. Aber nochmal ein Koloss hier rausgenommen, das ist schön von Blaking. Mittlerweile auch mal ein paar Worker gebaut hier drüben. Also das ist natürlich richtig geil hier von und für Predator. Gleich auf im Base Count mit dem Zerg. Mutalisken jetzt im Bau. Dritte Base steht, aber passiert nichts. Let the Bass Kick. Kennt ihr das? Ah, auch ein altes Liedchen. Auch sehr wenige Worker nur an den Mints bei den 30 von Zerg. Wir sehen das, er hatte hier unten 8 Stück auf den Mints und hier 10, also 18. Das reicht ja eigentlich, ist gerade genug so für eine Mineral Line. Er hat damit 2 hier. Also das ist sehr, sehr wenig, was er hier hat. Ah, die Boten jetzt auch hier killen den Overseer, denn der Observer steht daneben. Oh, Production Tip ist aus. Ja, Charge kommt, 2-2 kommt. Corruptor kommen. Noch, ah, jetzt denkt er hier, hab zu wenig Minz, da baut er aber ein paar Worker. Ja, aber auch wieder nur 8, die reichen dann aus für die 8 Patches. Jeder einen. So, Mutas hier, flap, flap, flap. Hat nochmal ein paar Worker rüber geslidet. Schön unter den Augen des Zergs. Wie sie fahren halt, ne? Ne, Tralara. Oh, Tralara ist jetzt bei den Extreme Ballers. Wo uns Pets und Eder ihr Unwesen treiben. Ah, jetzt gibt's nochmal Frontalangriff vielleicht hier. Roachling, 130, 125 Supply. Oder hat der Zerg jetzt irgendwie gemerkt, dass da drüben eine Basis sein könnte? Ja, hat das doch gesehen, hat sich gedacht, gehe ich mal gucken, was da drüben so los ist. Ja, weil hier auch gerade noch mal ein paar Worker langfahren. Aber er hat keine Units hier. Uiuiuiui. Oder sacrificed, wie man so schön sagt. Hier gibt er diese Basis hier auf, um hier selber aggressiv zu werden. Pastorker, Bersen mit Charge. 2-2 ist jetzt hier gleich durch. Jetzt stürmen sie los. Oh, nee, hier. Bisschen wenig Anti-Air. Guardian Shield, komm, hau doch das Guardian Shield raus.
Oh, die schönen Sentries. Zu wenig Stalker, Corrupter, Muta. Hier wird Predator eine Menge verlieren. Alles. Und hier drüben geht auch alles den Bach runter. Aber bis das soweit ist, die Immortal und die Bersen und die Kolosse, die können nochmal tierisch, boah, Schluck auf, ausrasten. Ja, zweier Bersen. Zweier Armor gegen 0-0 Muta. Alle Worker fast Schrott hier. Die zweite Base geht down. Und hier vorne, ja, neue Staccatos reingeworbt. 3-3 kommt hinten abgerissen. So. Na, der Zerg hat zwei Basen verloren. Im Supply beide recht ausgeglichen. Aber jetzt kommen halt hier die Mutalisten rübergeflogen. Hat aber auch hier fast 16 Stalker. Hat auch eine Menge Federn gelassen, der Predator. Gucken wir mal, Worker Kill. 26, 25, wie ausgeglichen. Ah, die Reaktion vom Feind. Natter Bling. Nein, noch nicht durch. Ah, mit den Huten, das ist schön. Immer schön drüber fliegen. Schön hin und her. Mal hier ein bisschen drauf schießen, mal da ein bisschen drauf schießen und wieder zurück. So, jetzt kommen nochmal die Rotches mit vorne dran. Die Stalker sind jetzt hier, haben sich verarschen lassen. Nee, Kolosse, alles Schrottbling ist fertig, hinterher geht's. 56 zu 66 Action hier von Predator. Die Rotches hier noch mit dabei von Blaking. Die machen ihr tierisches Ballett. Die Rotches hier immer in 2-2 gegen 2-2 und die Muten oben drüber hier. Von hinten nochmal Stalker, als die am draufrödeln sind. Und hier hinten die Worker, hier schön. Kann Predator das halten? Das sieht gut aus, wenn er jetzt noch blinkt. Wenn er anfängt noch zu blinken, jetzt hier gegen die angeschlagenen Rotches hier. Nein! Oh! 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 Jetzt geht's aber los hier. Und hoppa! Nimm doch die, schieß doch die zuerst ab, dann schaffst du es doch. Ah, er wobbt neue Bersen rein. Habt das gesehen hier, Predator? Ah, ein feiges Schwein. Action. Kein Geld mehr. Zerg hat 2000 Kohle. Und was ist mit den Kohlen? Ja, das interessiert. Zerg baut sich die Bases neu. Zerg macht Long-Distance-Mining. Das macht Sinn, hier hinten anzufangen. Man könnte doch die hier nehmen. Der Schwede. Action, Action. Und hier vorne, hier nochmal die Rotches. Hier. So, Units, los, gucken wir mal. 10, 8 zu 16. Protoss war natürlich viel, viel teurer. Quick. Ah. Ah, das dumme Schwein. Hat er noch die Robo? Er baut nochmal einen Observer. Oh, 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 Predator. 3-3 jetzt durch. Jetzt gibt's das Schild-Upgrade. Und hier vorne kommen Linge. Ein Seil-Tech-Upgrade ist auch da unterwegs. Zwei Armor haben sie schon. Die Bersen hier, die schnetzeln sich da volles Rohr durch. Ich meine, die haben zwar zwei Armor, aber 3-3 Bersen. Da hat nicht einer gestorben, Alter. Ich meine, die Stalker haben von hinten natürlich auch nochmal ganz gut Damage mitgemacht, aber... Mei, oh mei. So, Predator holt zum Schlag aus hier, zum Töten. Ja, GG. Aber warum? Hey, mein 2000 Kohle hat er noch. Er hat keine Larven. Hat keine Eier. Naja. Ja, und warum wolltest du uns das vorenthalten, Predator? Und hast gemeint, das andere wäre besser. Das ist doch auch ein super Spiel hier. Super geil, Action, boom. Also Leute, ich mach gar nicht groß Blabla. Sag ich jedes Mal, aber ich schaff's halt meistens nicht. Aber heute will ich mich wirklich dran halten. Abonnieren, kommentieren, liken. Denkt an die drei Geschichten. Einmal, welcher Film? Gogon, Gogon. Mit den Ladies. Dann, wie hieß die Map mit den vier Towern? Und ob ihr diese kleinen Mini-Ruckler auch ab und zu hier in dem fertigen WOD seht. Ich meine, ich könnte mir das selber auch nochmal angucken und überprüfen. Aber, pff. Ihr guckt euch das ja eh an. Ich nicht so gern, weil ich mich selber nicht labern hören kann. Eklige, eklige Stimme. Also Leute, denkt dran, nicht? Und, ach so, nee, hier muss ich ja drücken. Haha, auf Wiedersehen.